Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten Folge Investment Talk. Heute sprechen wir über die sogenannten vergessenen Secret Rares und warum ich die so nenne und ob es vielleicht für die ein oder andere eine Kaufempfehlung gibt. Das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich habe schon vor längerer Zeit angekündigt, dass ich das bisher innerhalb des Sammelkartenchecks heimische Format hier, Dingsbums, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mensch, Julian, Investment Talk, so, dass ich das outsourcen werde und dass ich daraus ein eigenständiges Format machen möchte. Und jetzt sind wir soweit. Zum Zeitpunkt, wo ich das hier drehe, bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem Thumbnail. Da müssen wir noch ein bisschen rumschrauben. Aber abgesehen davon ist alles tutti paletti, alles Spaghetti und deswegen können wir loslegen. Heute geht's um vergessene Secret Rares. So, meine Freunde, um diese 10 Schmuckenstücke wird es heute gehen. Die werden wir besprechen. Wir werden zum einen die aktuelle Marktlage begutachten, wie viel sie gehen, aus welchen Ländern sie angeboten werden und wie viel es überhaupt auf dem Markt gibt. Und dann werden wir schauen, ob die Karte in irgendeiner Art und Weise sammlungstechnisch vielleicht in der Zukunft relevant wird und ob es sich lohnt, in diese Karten zu investieren oder nicht. Bevor wir anfangen, ist natürlich wichtig zu klären, warum der Onkel die vergessene Secret Rares nennt. Ganz einfach, weil sehr viele Leute diese Karten nicht kennen, zumindest viele davon nicht. Ich weiß, ich will euch nichts unterstellen, um Gottes Willen, ich weiß, ihr seid alles begnadete Vollprofis, die jede Karte in- und auswendig kennen, besser als ihre Hosentasche. Aber es gibt natürlich auch Leute, die diese Karten halt nicht kennen. Und das sind nicht gerade wenige. Woran liegt das? Das liegt daran, dass so ziemlich alle Karten, die hier liegen, abgesehen von Ma'at, damals so eine Art Lückenfüller, Secret Rare waren. Nichts Besonderes, nicht relevant. Spielerisch kann ich dazu jetzt nichts sagen, aber zumindest standen sie halt nie wirklich im Fokus. Sie waren halt einfach dabei. Das ist wie bei den heutigen Sets auch. Heutzutage gibt es 8 Secret Rares pro Set und davon sind vielleicht 2 gut. So, und den Rest will man eigentlich nicht sehen. Und so ähnlich war das hier halt auch, nur dass es damals nicht ganz so inflationär war wie jetzt, sage ich mal. Und dementsprechend sind diese Karten über Jahre hinweg oder über die Jahre hinweg in Vergessenheit geraten. Vielleicht natürlich nicht bei jedem. Einige davon wird es bestimmt in irgendwelchen Spielen geben, die man mal gezockt hat. Irgendwelche Gameboy-Spiele oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele nicht wissen, dass einige der Karten auch wirklich im physischen Sinne existieren. Und deswegen nenne ich diese Karten gerne vergessene Secret Rares. Obacht! Meine persönliche Bezeichnung ist jetzt nichts Offizielles. Die erste Karte, die wir uns anschauen, ist der sogenannte hartgesottene bewaffnete Drache in Secret Rares Erstauflage aus Raging Battle, ein uraltes Set aus der 5D-Zeit. Besprechen wir doch zunächst mal das Vorkommen der Karte. Die Karte ist, und das muss man sagen, sie ist eine absolute Rarität aktuell. Man findet sie maximal in beschädigteren Zuständen, ab und zu hier und da mal in irgendwelchen Sammlungen, eher weniger beachtet in irgendeiner Tinbox rumliegen. Weil das einfach keine Karte ist, auf die die meisten Sammler irgendeinen Fokus haben oder großartig Wert legen. Aber wirklich in einem guten Zustand, also ohne Mini-Silvering und ohne irgendwelche Kratzerchen, so wie ich sie hier habe, findet man sie tatsächlich extrem selten. Man muss also sagen, das Angebot ist wirklich, wirklich rar und das spiegelt sich natürlich auch auf Market wieder. Hier haben wir nämlich insgesamt nur 6 Angebote. Insgesamt sind es aber 8 Karten, da einer ein Playset anbietet und nur eine einzige davon ist tatsächlich in deutscher Sprache. Und die kommt nicht mal aus Deutschland, sondern aus Österreich und kostet 29,50 Euro, also Pi mal Daumen 30 Euro. In Englisch gibt es die Karte schon für einen wesentlich günstigeren Preis auf Market, und zwar einmal für 8 Euro und einmal für knapp 10 Euro, einmal aus Schweden, einmal aus Deutschland. Wie bereits gesagt, dann allerdings in englischer Sprache. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass die meisten Verkäufer den Begriff Nearment irgendwie falsch interpretieren und dann halt Karten kommen, die komplett silberne Ränder haben oder so. Man kennt es, ich denke, viele von euch haben da auch schon negativere Erfahrungen gemacht. Ich habe ein- oder zweimal von Market bestellt über einen Kumpel. Ich habe ja selber keinen Account und es kam immer Grütze an und dann ging das Gerede los und Reklamieren und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Das Problem hierbei ist, dass das Angebot auf Market einfach so gering ist. Und da sich die meisten Leute, die auch außerhalb von Market verkaufen, dennoch an Market orientieren, wird es hier relativ schwierig. Die Verkäufer werden natürlich sagen, ich habe hier aber ein Top-Mint-Exemplar und ich möchte dafür 30 Euro haben.
Vollkommen egal, ob das jetzt eine deutsche oder eine englische ist. Und die Käufer werden sagen, Moment, es gibt aber auf Market schon eine ab 8 Euro in Englisch. So. Und dann wird der Verkäufer wieder sagen, ja, aber auf Market gibt es nur 2 Angebote in dieser Preisklasse. Danach sind wir direkt bei 30 Euro. Und dann wird der Käufer sagen, ihr kennt das Spiel. Und deshalb ist es einfach etwas schwierig. Wirklich am Market orientieren und das Ganze als bare Münze nehmen, als Evangelium, fast schon als Regel, kann man nur, wenn wirklich eine Menge Angebote da sind, wo man auch sagen kann, okay, es gibt jetzt hier 10, 20 Stück für einen Zehner oder sagen wir mal 10 Stück für einen Zehner, so, dann kann man sagen, okay, die ist halt ein Zehner wert und alles andere ist halt etwas teurer. So. Ist hier momentan schwierig. Deshalb momentan keine Kaufempfehlung von mir, tatsächlich. Wenn ihr sie habt, behaltet sie. Aber momentan muss ich auch sagen, bevor wir jetzt nochmal zur Kaufempfehlung zurückkommen, ist das eine Karte, die jetzt nicht irgendwie die Kindheit vieler Menschen beeinflusst hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die halt auch jetzt momentan sammlerisch nicht relevant ist, sie ist spielerisch nicht relevant. Ich frage mich, inwiefern das in Zukunft der Fall sein wird. Ich persönlich bin der Meinung, ja, vielleicht in 10 Jahren oder so könnte das eine 50-Euro-Karte sein, die im Schnitt so viel geht und möglich, ja, klar. Aber momentan keine Kaufempfehlung, weil ich kann es natürlich auch nicht garantieren. Kann auch sein, dass der Markt wieder gefüllt wird, dann geht das Ding zwickeln und dann habt ihr ganz schön im Ofenrohr ins Gebirge geguckt, wenn ihr jetzt da 10 Stück für jeweils 30 Euro kauft oder so, weil er meint, boah, der Hausi hat gesagt, das ist eine Kaufempfehlung. Deswegen hier ganz klar keine Kaufempfehlung. Bitte lasst die Finger von der Karte, wenn ihr das Ganze als Investment betreiben wollt und darum geht es ja in dem Format, dann bitte, bitte, bitte Pfoten weg. Platz Nummer 9 belegt der Königsei der Unterwelt. Ein epischer Name für eine epische Karte bzw. für ein episches Artwork, denn die Karte sieht wirklich, wirklich gut aus. Selten habe ich ein so morbides und gleichzeitig ästhetisches Artwork bei einem Fischmonster gesehen. Die Karte kommt aus Tactical Evolution, einem relativ späten GX-Set noch, ist also dementsprechend ein ganz gutes Stück älter als Raging Battle, das Set, aus dem die Karte auf Platz 10 kam, wie wir uns erinnern, und ist auch relativ selten noch in gutem Zustand zu finden. Da nehmen sich die beiden eigentlich nichts, also die Platz 10 und Platz 9. Auch preislich liegen sie relativ nah beieinander. Der Königsei ist ein Ticken günstiger, den findet man auf Market so ab 24,90, das ist die erste englische Kopie, beziehungsweise American steht da. Und dann geht es direkt weiter zu glatten 25 für die erste deutsche, hoch zu 50, 70, 80, 100 und so weiter und so fort. Es gibt bedauerlicherweise auf Market wieder kaum Kopien. Insgesamt 7 Angebote, insgesamt 8 Karten, da einer 2 Stück davon anbietet. Das ist dann auch eine englische. Also insgesamt werden 3 Kopien auf Englisch angeboten und der Rest eben in deutscher Sprache. Und ist dementsprechend wieder schwer, hier wirklich, ich sag mal, kompetent zu sagen oder hier einen adäquaten Preis zu ermitteln, weil die Angebotslage einfach nicht besonders hoch ist. Man muss aber allerdings auch sagen, dass die Nachfrage nach der Karte nicht unbedingt hoch ist. Ich kenne ein paar Leute zum Beispiel, okay, die suchen speziell solche Secret Rares, aber das sind ganz, ganz wenige. Und das schlägt sich natürlich auch darin nieder, dass man kaum Karten dieser Art und speziell auch hier den Königsei der Unterwelt gepflegt, sag ich mal, in einer richtig gut sortierten Sammlung sieht. Das sind eher so Karten, für die sich die Leute jetzt eher weniger interessieren. Hier ist es auch so, um mal auf das Potenzial der Karte zu sprechen zu kommen, dass ich hier auch nicht viel Potenzial sehe. Vielleicht in 5 bis 10 Jahren mal eine solide 50-Euro-Karte, wie bei der letzten auch, ist durchaus möglich. Hier ist es aber auch so, dass die Karte meines Wissens nach zumindest aktuell nicht spielbar ist. Das kann sich ja, keine Ahnung, irgendwann ändern. Aber das kann man nicht vorhersehen. Zumindest ich kann es nicht. Und die Karte ist halt auch nicht so, ja, es ist halt einfach kein Klassiker. Die Karte ist nicht so wie der Blue Eyes, der Red Eyes, die Götterkarten, die Elementarhelden oder so. Das ist keine Karte mit besonders viel, ich sag mal, emotionalem Wert für die Leute. Das bedeutet, ich sehe hier wenig Potenzial dafür, dass diese Karte eine gute Wertanlage darstellt. Wenn ihr sie habt, ist schön, behaltet sie, ist wirklich eine seltene Karte, aber ich denke, durch die werdet ihr auf gar keinen Fall reich. Also bitte nicht kaufen. Nein, nicht kaufen. Tour Latin belegt den 8. Platz unserer heutigen Liste und gehört innerhalb der 10 Karten, die wir in diesem Video durchnehmen, meiner Meinung nach zu den etwas bekannteren Karten. Ich glaube auch, dass sie irgendwie mal in einem Videospiel vorkam oder zu benutzen war. Ist jetzt reines Hörensagen. Ich glaube, das mal irgendwann aufgeschnappt zu haben, kann mich aber auch täuschen. Und hier ist es noch etwas schlimmer, was die Marktlage angeht. Davor
Aber noch kurz daneben Info, die Karte kommt aus Light of Destruction, LODT, einem ziemlich alten GX-Set, dem Set, in dem auch aufrichtig als Ghost und Secretary auf den Markt kam, dürfte eigentlich jeder von euch kennen. Ja, es gibt zwei Angebote auf Marke, zumindest Standort Deutschland, den ich eigentlich immer nehme, wenn es irgendwas aus Deutschland gibt, weil ich in Deutschland kaufe und nicht in der Schweiz und nicht in Österreich und auch nicht in Bangladesch. Jedenfalls haben wir ein Angebot für eine deutsche für roundabout 12 Euro. Was heißt roundabout? Eigentlich glatt 12 Euro. Und dann gibt es noch eine englische vom lieben Frankie20 für 25 Euro. Auch hier lässt sich also wieder kein nennenswertes Fundament gießen, sage ich mal, auf dem man dann den Preis für diese Karte aufbauen kann. Wir haben auch hier ein Diagramm an der Seite. Da wurde letztens eine für 30 Euro verkauft, dann wieder welche für 4. Da wird ja nie angegeben, in welchem Zustand die jeweilige Karte war, die dort verkauft wurde. Und dementsprechend lässt eine Schätzung der Karte, sage ich mal, gestaltet sich einfach als ziemlich schwierig, ne, an der Stelle. Man kann natürlich jetzt auch eBay zu Rate ziehen, aber eBay ist für mich überhaupt kein Richtwert. Das sind ja teilweise horrende Wucherpreise, die man da bezahlt. Und dementsprechend ziehe ich hier auch kein eBay zu Rate, sage ich mal, als Zweitseite oder so. Alles in allem kann man sagen, für 12 Euro, ja, kauft sie euch. Also das wird bestimmt mal eine 25-30 Euro Karte. Damit darf man rechnen, sage ich mal. Sie ist auch in Anführungszeichen verhältnismäßig selten. Ab und zu sieht man sie tatsächlich noch etwas häufiger als ihre beiden Vorgänger, die wir jetzt gerade gehabt haben. Aber dennoch relativ selten. Und ich denke, wenn er 10-12 Euro dafür bezahlt, als Erstauflage, schön Niemen, deutsche Sprache oder auch von mir aus auch Englisch, dann kann man die mitnehmen, kann man sich mal ein Playset gönnen, vielleicht auch 2 oder 3 Playsets, aber mehr würde ich da auch nicht holen. So als kleine Nebenanlage vielleicht. Also hier spreche ich eine bedingte Kaufempfehlung aus. Weiter geht's mit dem Urmaterialfalken, hier als deutsche Erstauflage aus Crimson Crisis, einem relativ alten 5D-Set. Ja, das ist wohl eine der wesentlich unbekannteren Secret Rares, also wirklich wesentlich unbekannteren, die ich selber eine ganze Weile gar nicht kannte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es einige Leute unter euch gibt, die hier vielleicht noch nie gesehen haben. Was jetzt nicht motivieren soll, in die Kommentare zu schreiben, doch, ich kenne die Karte, ich glaub's euch auch so. Sehr cool auf jeden Fall, hat ein schönes Artwork, wie ich finde. Ist recht gelungen. Ist allerdings jetzt auch keine Karte, bei der ich sehr viel Potenzial sehe. Zumindest noch nicht. Vielleicht irgendwann, wenn sich mehrere oder weitaus mehr Sammler auf diesen Bereich Secret Rares, die man vielleicht so nicht kennt oder die so noch nie relevant waren, fokussieren. Ich glaube aber nicht, dass das passiert. Dementsprechend wird diese Karte vermutlich jetzt nichts, womit ihr reich werdet. Momentan gibt es 3 Angebote auf Market in deutscher Sprache. Und die gehen los bei 10 Euro und hören bei 13 Euro in etwa auf. Ja, also 3 Angebote, 4 Kopien, einer hat sie zweimal. Für 10 Euro als Investment würde ich es jetzt nicht empfehlen. Also überhaupt nicht. Kann man mal mitnehmen, ja, wenn man sie vielleicht haben möchte, weil sie schön ist, ein Playset, okay, gönnt euch für 30. Aber jetzt rein aus dem Gedanken, Blickfeld eines Investoren, wenn man so möchte, würde ich die definitiv nicht empfehlen. Dementsprechend muss ich auch hier leider Gottes keine Kaufempfehlung geben. Aber keine Sorge, Leute, später kommen noch Karten, da gibt es Kaufempfehlungen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich lehne hier alles ab, nicht wahr? Die nächste Karte, um die es geht, ist der finstere General Fred oder Fried, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Eine Secret Rare aus Light of Destruction, genauso wie Tour Latin. Und abgesehen von diesem Print hatte sie nur einen Reprint in der Legendary Collection Yugi's World. Das war aber meiner Meinung nach, also meiner Erinnerung nach, war das nur ein Common Reprint. Dementsprechend nichts, was der Secret Rare irgendwie Konkurrenz machen könnte. Hier muss ich sagen, ist die Angebotslage genauso scheiße wie bei den ganzen anderen auch. Wir haben hier 5 Angebote mit 6 Kopien und das Ganze geht los bei 7 Euro. Da ist allerdings die Rückseite schon wieder exzellent, wie in der Produktinfo steht. Das heißt, es geht los bei 8 Euro mit Niemand und zieht sich dann bis 30 Euro. Also das sind 8 Euro, 10 Euro, 12 Euro und der Letzte will halt 30 Euro dafür. Die 30 Euro sind dann allerdings wieder für eine englische Kopie. Ich betone nochmal, Standort Deutschland. Ne? Österreich, Schweiz habe ich jetzt nicht mit berücksichtigt in diesem Fall.
An und für sich ist das eine Karte, die schon etwas positiver zu betrachten ist, da dieser General Fred oder Freed, das ist ja so ein Thema. Ne? Das ist ein Thema, das hat ja schon bei der Duel Monsters Zeit angefangen, tapferer General Fred und wie sie nicht alle heißen, da gibt es einige Versionen dieser Karte, die wesentlich bekannter sind als diese hier. Und es gibt natürlich auch Leute, die viel Oldschool sammeln und wenn sie schon die ganzen anderen Freds haben, dann wollen sie doch den auch haben, oder? Also hier sehe ich wesentlich mehr Potenzial dafür, dass das hier auch mal eine 30, 40, 50 Euro Karte wird, vielleicht sogar irgendwann mal noch mehr. Die Karte ist auch sehr, sehr selten. Man sieht sie auch relativ wenig. Man sieht sie ein bisschen mehr als die Vorgänger. Ja, ich habe das so ein bisschen sortiert. Also je weiter wir gehen, desto günstiger werden die Karten und desto häufiger sieht man sie vielleicht auch. Aber die Karte ist definitiv eine Karte mit einer Menge Potenzial, wie ich finde. Momentan noch nicht relevant. Momentan interessiert sich noch niemand für die Karte. Aber ich denke, die Zeit wird kommen, in der finstere General Freed im Mittelpunkt stehen wird, sagen wir es mal so, oder zumindest halt von vielen Leuten gesucht werden wird. Einfach, weil das eine sehr nostalgische Karte ist, beziehungsweise eine Karte ist, die an einem extrem populären Thema der alten Zeit angelehnt ist. Und deswegen für 8 Euro, für 10 Euro gönnt euch, da würde ich mir die Hucke voll kaufen für den Preis. Da würde ich direkt mal einen Huni reinpayen. Und dann hätte ich ein paar Exemplare da und die würde ich dann lagern und die nächsten Jahre mal abwarten, was so passiert. Dementsprechend für den finsteren General Fred eine klare Kaufempfehlung. Die nächste Karte, die wir uns anschauen, ist der Anstreicher der Schmerzen. Ein ziemlich ulkiger Name, wie ich finde, mit einem ziemlich ulkigen Bild, allerdings im positiven Sinne. Also mir gefällt das Artwork sehr, sehr gut. Und das ist wahrscheinlich auch eine Karte, die jetzt nicht sonderlich bekannt ist. Sie kommt aus Generations Force. Das war, glaube ich, das Set, in dem der Leviathan da herausgekommen ist. Die Nummer 14, dementsprechend kommt die Karte tatsächlich aus einem Sexel-Set und ist dementsprechend aktuell die modernste Karte, die wir hier bisher uns angeguckt haben. Und hier ist es so, die Karte, da haben wir ein besseres Angebot, eine bessere Angebotslage, da gibt es wesentlich mehr Angebote. Das geht, glaube ich, los bei 4 Euro, über 5 Euro und so weiter. Also das ist so der gängige Preis. 4, 5 Euro für die Karte darf man blechen und das ist ein Preis, wo man sagen kann, okay, da ist nichts kaputt. Da investiert man mal 100 Euro und hat einen guten Stapel davon da in einem sehr guten Zustand und kann mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt über die nächsten Jahre. Potenzial sehe ich hier bedingt. Ich denke jetzt nicht, dass das die Karte sein wird, nach der sich in 10 Jahren alle die Finger lecken werden. Aber es gibt sehr, sehr viele Sexel-Fans, generell sehr viele Secret Rare-Fans, die auch ihre Sets komplettieren wollen, die möglicherweise eben speziell die Secret Rares dieser Sets sammeln, da kenne ich einige. Und dementsprechend besteht hier schon die Chance, sage ich mal, dass das hier mal, ich sage mal, eine 15-Euro-Karte, 15 bis 20-Euro-Karte werden kann. Mehr Potenzial sehe ich in der Karte jetzt nicht. Ich hoffe, ich täusche mich. Würde mich natürlich freuen, wenn das auch mal eine 200-Euro-Karte würde. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Genau, aber hier für den niedrigen Preis, für diese 5 Euro, gönnt euch. Investiert ein Huni, ist eine schöne Karte, selbst wenn sie nicht viel wert ist, meine Güte, dann verkauft ihr halt, was weiß ich, von den 20 Stück verkauft ihr dann halt 17 und habt dann Playset für euch, schön zum Angucken und habt halt den Preis zumindest wieder rausgeholt oder zumindest einen leichten Gewinn gemacht. Aber die Karte kann man mitnehmen, weil sie halt einfach günstig ist. Dementsprechend auch hier klare Kaufempfehlung. Genauso verhält es sich mit den D-Boys, ja, den toten Gangster-Rappern der Yu-Gi-Oh!-Szene, MC Gammelfleisch und, seine Klamotten aus der Altkleidersammlung. Jedenfalls, das ist eine Karte, die ist auch, ich sag mal, relativ unbekannt. Sie kommt aus Futon Shockwave, ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob Futon Shockwave, das war nicht Arc-5, nee, das war auch noch Sechsel, glaube ich, Futon Shockwave, Die Print-Quali war damals bei den Secret Rares leider nicht so Porno, also die hatten halt sehr viel Silvering teilweise. Ich habe hier jetzt ein paar Exemplare, die in einem guten Zustand sind. Kostet auch so 5 Euro, 4 Euro, lass es 6 Euro kosten. Es gibt viele Angebote auf Market, hier hat man auch wirklich ein Fundament, wo man sagen kann, damit kann man arbeiten. Das dürfte dann in etwa der Preis sein, das kann man bezahlen. Und auch hier eben ohne große Worte zu verlieren, genau wie beim Anstreicher der Schmerzen, eben klare Kaufempfehlung. Kann man sich mitnehmen, schaut, wie sich das Ganze entwickelt. Ist auch eine schöne Karte, wie ich finde. Ich finde solche Artworks, die so ein bisschen strange sind, so ein bisschen aus der Norm fallen, finde ich sowieso immer ganz interessant. Und D-Boys gehört hier definitiv dazu.
Die nächste Karte, die wir uns anschauen wollen, ist der gute alte Snyphus. Ja, eine Karte, die ein bisschen, ich weiß nicht, also beim Artwork muss ich sagen, was ich verstörend finde, ist das hier vorne an der Schnauze. Sieht aus wie so blutsaugende Parasiten, aber abgesehen davon ist die Karte wirklich wunderschön. Ist eine schöne Farbwahl mit dem Grün, dem Orange, den rotbraunen Tönen so. Das erinnert an Wald, an Dschungel, an Natur. Das ist echt schön gemacht. Also die Karte ist wirklich auch was fürs Auge. 5Ds Zeit ist ja schon wieder eine ganze Ewigkeit her. Das sind jetzt, ich glaube, fast schon mehr als 10 Jahre, so in etwa. Zählt für mich persönlich also auch schon zu Oldschool. Und ja, also ich muss sagen, ist wirklich eine coole Geschichte. Momentan die Angebotslage ist gut. Es gibt einige davon auf Markt. Die Karte ist nicht so selten. Man findet hier und da mal ein Playset. Klar, es gibt Karten, die sieht man häufiger in Sammlungen, aber die kommt schon ab und zu mal vor. Ist auch momentan auch nicht wirklich gefragt, wobei ich einen kenne, der voll auf die Karte abfährt, der sammelt die nur, der hat ganze Ordner voll davon. Ich glaube, der sammelt den ganzen Markt leer, damit die dann irgendwann doch gleich wieder ein Fuffi kostet. Nee, aber die Karte kann man sich mitnehmen. Ja, die kostet jetzt 3 Euro, hangelt sich dann hoch auf 4, dann ganz gemütlich auf 5 Euro, aber da vergehen schon einige Angebote, bevor man mal einen Fünfer dafür blechen muss. Also für 3 Euro, 3,50, mein Gott, 4 Euro, kauft euch einen Stapel von, ich sehe hier auch mittelmäßiges Potenzial, sag ich mal, durchaus möglich, dass die Karte irgendwann mehr in den Fokus gerät und auch für Sammler interessanter wird. Aber für das Geld, das die Karte kostet, ist nichts kaputt. Wirklich nicht. Also das ist lachhaft, was die Karte kostet. Und dementsprechend kann man das mitnehmen, ne? Also da kann man ruhig spekulieren, deswegen auch hier klare Kaufempfehlung. Zauberstein Magier Karut ist eine Karte, für die ich vorneweg sagen muss, dass ich eine ganz, 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 ganz klare Kaufempfehlung aussprechen muss. Die Karte ist spottenbillig und stammt aus dem wohl seltensten 5D-Set überhaupt, denn das ist eine Secret Rare aus Starstrike Blast. Hier gibt es nur Erstauflagen, denn von Starstrike Blast gab es nie einen Reprint. Dieses Set wurde auch in einer äußerst geringen Auflage gedruckt, was das Set im OVP-Zustand und auch einige der High Rares aus dem Set sehr, sehr, sehr begehrt macht. Und die kosten teilweise auch einiges an Geld. Und die Karte hier, die kostet, und jetzt haltet euch fest, gerade mal 1,40 Euro, Leute. 1,40 Euro ist, glaube ich, das niedrigste Angebot auf Market. Ich habe jetzt hier im Gegensatz zu den vorherigen Aufnahmen nicht mein Market offen und habe jetzt gerade nicht geguckt. Aber ich glaube, das noch so in Erinnerung zu haben, weil ich gestern, als ich angefangen habe, das Video zu drehen, habe ich mal alles so durchgeguckt, weil ich das ja vorsortieren wollte. Und da hat es mich echt vom Stuhl gehauen. Und hier steckt einfach unglaublich viel Potenzial, denn das Set, aus dem die Karte kommt, ist mega bekannt, ist bei Sammlern sehr begehrt, egal ob es einzelne Booster davon sind, ob es OVP ist, ob es die Karten daraus sind. Die sind gefragt. Es gibt viele, viele Sammler, die Starstrike Blast sammeln. Die Karte scheint wohl noch nicht so wirklich im Fokus zu sein, aber das Potenzial ist da, dass diese Karte wirklich abgeht und dass diese Karte früher oder später, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, ganz schön durch die Decke schießt, weil einfach die Nachfrage danach da ist. Und die Karte ist nicht besonders häufig. Also es gibt ein paar Market-Angebote, ja, einige, aber an sich sieht man sie nicht besonders oft in Sammlungen. Und erst recht nicht in einem guten Zustand. Und die Karte hat wirklich, wirklich Potenzial. Deswegen, das ist wohl die Karte, wo ich die dringlichste Kaufempfehlung in dieser Folge tatsächlich rausgeben muss. Kauft euch diese Karte, weil die hat echt Potenzial. Gönnt euch, paid von mir ist wieder ein 100er rein, ne, meine Lieblingszahl. Holt euch einen Stapel, packt die in Toploader oder in eure Ordner und stellt die ins Eck von mir aus. Lasst die ganze Sache reifen. Glaubt mir, die Karte wird irgendwann definitiv mindestens ein 20 wert sein. Die letzte Karte der heutigen Folge ist der gute alte Mart. Die kommt jetzt tatsächlich nicht aus einem regulären Booster, sondern aus einer Tinbox, aus PRC1. Da waren unterschiedliche Promokarten rauszuziehen und als Super Rare und als Secret Rare. Und da war eben auch hier der Maat dabei. Und der Maat ist eine Karte, die sich momentan, also die ist nicht selten, die gibt es sehr häufig, auch wenn sie schon sehr alt ist. Und die bewegt sich preislich gerade im Cent-Bereich. Ja, also da sind wir bei 20 Cent vielleicht, ne? Weniger wahrscheinlich. Aber die Karte birgt einfach ein extremes optisches Potenzial. Die meisten Leute sammeln Oldschool, sage ich mal. Also die Duel Monsters Zeit. Und diese Karte erinnert so unglaublich stark an diese Zeit. Er hat diese ganzen Millenniums-Gegenstände, die er hier trägt. Ja?
Er ist allgemein einfach eine wunderschöne Karte. Guckt euch mal diese Fee an, ja? Dieses Lichtmonster. Das ist unglaublich schön und birgt meiner Meinung nach auch Potenzial, irgendwann für Sammler relevant zu werden. Allerdings bin ich der Meinung, dass das hier so eine Art Tynan, die große Sphinx ist, wenn ihr versteht, was ich meine. So eine Karte, die halt irgendwo in jeder Sammlung irgendwo mal rumgeschimmelt hat oder immer noch rumschimmelt. Ich denke mal, dass die Karte vielleicht irgendwann bei 2, 3, 4, 5 Euro landet. Zumindest solange sie so häufig ist wie jetzt. Also es gibt noch sehr, sehr viele davon. Es gibt auch noch viele in gutem Zustand. Wenn die irgendwann mal seltener werden sollte, aufgrund von mangelnder Kartenpflege, dann ist es durchaus möglich, dass die auch mal teurer wird, aber vom aktuellen Standpunkt her betrachtet, denke ich nicht. Trotzdem, klare Kaufempfehlung, die Karte ist, da ist nichts kaputt. Wenn ihr euch da 30, 40 Stück kauft, dann habt ihr immer noch kein großes Geld ausgegeben. Sie kann nur teurer werden, ne? Noch billiger geht er kaum. Und im Zweifelsfall habt ihr halt was Schönes fürs Auge. Ja, meine Freunde, das war's gewesen. Die erste Folge Investment Talk mit 10 schönen vergessenen Secret Rares. Da wird es noch mehr Folgen geben, denn es gibt noch mehr Secret Rares, die weitestgehend unbekannt sind. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, euch vielleicht bei euren Kaufentscheidungen helfen, ne, zu kaufen oder nicht zu kaufen. Klar konnte ich hier leider nicht zu jeder eine klare Kaufempfehlung aussprechen, speziell für die etwas teureren nicht. Einfach da ist hier teilweise sehr, sehr stark an daran fehlt, dass es halt einfach keine Karte ist, die den Leuten im Kopf bleibt, keine Karte ist, die die Leute irgendwie in ihrer Kindheit gesehen haben und die sie irgendwie berührt haben in der Kindheit, weil als Kind nimmt man ja alles wesentlich intensiver wahr und deswegen haben wir ja auch so einen Hang zu alten Karten, dieses Retro-Feeling. Na, das wird auch nie wieder so sein wie früher, selbst wenn Konami jetzt irgendwas Neues auf den Markt bringt, das genau das gleiche Feeling erzeugt, eben weil wir es jetzt als Erwachsene erleben und da erleben wir das Ganze nicht mehr so intensiv wie früher und deswegen ist es halt auch so, dass einige dieser Karten, so schön sie auch sein mögen, so retromäßig sie auch sein mögen, einfach niemals diese Preise erreichen werden, niemals diese Nachfrage erleben werden, meiner Meinung nach, wie sie halt andere Karten wie der Blue Eyes und so weiter erleben. Deswegen gibt es hier für viele Sachen keine Kaufempfehlung. Aber das betrifft nur die Kaufempfehlung betrifft ja nur die Sichtweise eines Investors, sage ich mal, mit der rein investieren möchte, als Wertanlage. Wenn wir das jetzt einfach mal aus der Sicht eines Sammlers sehen, die sich Karten kaufen, weil sie schön aussieht, nur wegen der Optik, nicht wegen dem Preis, dann ist jede Karte, die hier liegt, ein absolutes Schmuckstück, das es sich zu kaufen lohnt. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.